Radio Frankfurt. Chef on Air. Präsentiert von www.geeignet.jetzt. In kürzester Zeit qualifiziertes Personal finden und binden. Professionelle Rekrutierung seit 40 Jahren. Heute mit Sascha Aumüller von Aumüller Feuerschutz und Elektrotechnik GmbH, ein Unternehmen, ja, das in der Brandschutzbranche tätig ist. Hallo Sascha. Hallo. Na, wie findest du es bei uns? Wundervoll. Ich hab's gar nicht so erwartet. Aber es ist einfach ein grandioser Ausblick hier. Wir sind ja hier im Citygate Tower und du hast mir vorne erzählt, du warst schon mal hier in dem Gebäude, sogar ab und an mal, ne? Ja. Und aber hier oben diese Dachterrasse und dieses gläserne Studio, das hattest du so nicht auf dem Schirm, ne? Nein, das wurde mir vorenthalten. Mhm. Ich dachte damals, ich wäre im obersten Stock angekommen, aber hier ganz oben im 27. war ich noch nicht. Mhm. Jetzt bist du da. Ja, wunderbar. Ich freue mich. Sehr schön. Und vielleicht, Sascha, erzählst du uns mal ganz kurz, Aumüller Feuerschutz und Elektrotechnik, was macht ihr? Ja, unser Kerngeschäft ist die Brandschutztechnik und zwar in Bezug auf den technischen Brandschutz. Wir prüfen und warten, instandhalten und errichten Anlagen und Geräte in den Bereich Brandschutz. Und das machen wir hier im kompletten Rhein-Main-Gebiet, hauptsächlich für Gewerbe- und Industriekunden. Und hinten dran steht noch dieses Elektrotechnik. Das ist so mein Ding, was ich mitgebracht habe damals in die Firma. Und das ist, wie der Name sagt, wir sind nicht der klassische Elektriker. Mhm. Wir haben uns spezialisiert auf Smart-Home-Technik und alles, was dann auch Richtung Brandschutz wieder geht, Sicherheitsbeleuchtung und so weiter. Ah ja, okay. Und natürlich darf sich hier auch bei uns der Chef on Air was wünschen, musikalisch. Und da starten wir hier mit Gestört, aber geil. Sebastian Hemer singt das und die Single Ich und Du. Was genau verbindest du mit dem Song? Ja, wir hatten es ja vorhin schon. Mhm. Das mit der Musik ist immer so eine Sache bei mir, aber das ist unser Hochzeitslied von meiner Frau und mir. Damit haben wir dann damals das Opening gemacht und das hat uns unser Leben lang begleitet, seitdem das Lied draußen ist. Mhm. Grüßen wir die Frau? Ja klar, die Christina. Christina, ganz viele Grüße gehen raus an dich. Hört sie zu? Ja, ich hoffe. Heute Chef von Air mit Sascha Aumüller vom Feuerschutz und Elektrotechnik, ein Unternehmen, ja, der Brandschutzbranche, kann man so sagen. Und Sascha, du hast gesagt auch, das mit der Elektrotechnik, das hast du mit reingebracht, ja? Ja, das ist korrekt. Okay. Was genau hast du damit reingebracht? Ist das so dein Steckenpferd oder? Ja, also im Endeffekt schon als kleines Kind habe ich mit so Elektrobaukästen gespielt. Mhm. Es war früh klar, dass mein Weg ins Handwerk geht. Mhm. Dann habe ich auch die klassische Ausbildung gemacht. Dann mein Meister hinten dran gehängt im Elektrotechnikhandwerk und 2009 war es dann soweit, da bin ich dann in das Unternehmen der Eltern eingestiegen und da war dann die Frage, bleiben wir beim Brandschutz und da es da immer auch eine schöne Verbindung gibt zur Elektrotechnik, haben wir gesagt, nee, machen wir mit, wir haben die Kundschaft und so können wir auch immer ein schönes Komplettpaket anbieten. Das heißt, ihr seid ein Familienunternehmen? Ja, durch und durch. Durch und durch? Ja. War das für dich von Anfang an klar, dass das bei dir in diese Richtung auch geht? Ja, ich habe schon mit 4 Jahren im Hof gestanden und Feuerlöcher leer gemacht und mich eingesaut. Das war von Anfang an in die Wiege gelegt. Okay, das ist toll. So Familienbetriebe, das ist auch etwas, was nicht allzu oft vorkommt, ne? Ja, und wir lieben es, wir leben es. Mhm. Ist auch bei den Mitarbeitern so. Wir haben ein sehr freundschaftliches, familiäres Umfeld bei uns geschaffen und das wahren wir auch und gucken, dass wir halt auch jeden dann da mit Herzen aufnehmen. Mhm. Wie sieht's aus? Ausbildungstechnisch. Euer Unternehmen ist ein Ausbildungsbetrieb und sucht ihr auch aktuell? Ja, also wir bilden aus. Aktuell sind wieder für dieses Jahr mindestens 2 Ausbildungsplätze frei bei uns. Manchmal auch Luft nach oben, das kommt immer drauf an. In der Elektrotechnik und alles, was damit zusammenhängt, da gibt es ganz viele verschiedene Berufsfelder in der Elektrotechnik, die ich ausbilden darf. Und Mitarbeiter suchen wir 365 Tage im Jahr. Mhm. Hauptsächlich natürlich Techniker, Servicetechniker, aber auch Vertriebsmitarbeiter. Und ja, wir sind auf Wachstumskurs. Okay. Wenn wir mal in die Zukunft schauen, gab es da ein besonderes Ereignis bei euch? In die Zukunft? Ja, in die Zukunft, beziehungsweise gibt's da ein besonderes Ereignis, wenn du in die Zukunft guckst. Beziehungsweise, es gab schon ein großes Ereignis in der Vergangenheit. Das ist das mit dem 30 Jahre Jubiläum. Ja, das wäre dieses Jahr. Das wäre dieses Jahr. Rein vom Papier her. Genau. Und nächstes Jahr wäre dann rein theoretisch die offizielle Feier, weil da war dann auch die Arbeitsaufnahme vor 30 Jahren. Mhm. Hat dann die Firma Aumüller mit meinem Papa und meiner Mama begonnen.
Okay, und dann habe ich gelesen, ihr seid von der Mission Mittelstand für das Wachstum mit der Silbermedaille ausgezeichnet worden. Was ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das ist ganz witzig. Also ich habe 2020 den Betrieb komplett übernommen. Mein Papa hat sich zurückgezogen. Und da war die Frage für mich, wo soll die Reise jetzt hingehen? Bleibe ich das Kleinunternehmen und mache halt alles oder will ich mehr? Und da kam ich mit einem sehr guten Freund ins Gespräch und der hatte mir dann von diesem Mission Mittelstand erzählt und dann habe ich da mitgemacht, das Unternehmenscoaching. Das mache ich jetzt mittlerweile 2 Jahre und die arbeiten mit einem eng zusammen, aber zeichnen natürlich dann auch die Erfolge aus und wir haben uns mehr als verdoppelt in der Zeit und dafür habe ich dann diese Silbermedaille bekommen. Dein nächster Song, den du dir gewünscht hast, Andreas Borani mit Auf uns, und auch das hat natürlich eine Bedeutung. Ja, natürlich. Mhm. Ja, im Endeffekt eigentlich ganz lapidar bei einem Junggesellenabschied mit einem guten Freund von mir. Und wir lagen uns in den Armen am Ende des Abends und haben dann diesen Song getrellert. Und das, seitdem machen wir das eigentlich jedes Mal, wenn wir den hören. Chef on Air. Um 12.25 Uhr heute mit Sascha Aumüller, Feuerschutz und Elektrotechnik. Und Sascha, dir gefällt es noch hier bei uns, oder? Ja, es ist so wunderbar. Jetzt kommt noch die Sonne raus, extra für dich. Es wird immer schöner. Toll. Und wie sieht's aus, wenn du so an eure Firma denkst? Was zeichnet euch als Arbeitgeber aus? Ja, ich hatte es ja vorhin schon fast vorweggenommen. Mhm. Wir sind ein familiäres und Freundeskreisunternehmen. Also wir haben viele Freundschaften, die da geschlossen wurden. Wir haben für viele Freundschaften fast gesorgt, könnte man sagen. Wir bieten unseren Mitarbeitern sehr, sehr viel Bonis. Und das ist jetzt nicht immer mit Geld gemacht, sondern ich gucke, dass halt der Ausgleich möglichst gut ist bei den Mitarbeitern. Das klappt nicht immer, aber wir sind da schwer dran am Arbeiten. Das ist so unser Fokus. Dass einfach jeder sich wohlfühlt, dass man einfach auch Rückziehorte hat. Man bekommt sehr, sehr viele Sachen bei uns umsonst, ob es jetzt Getränke, Essen oder sonst was ist. Also wir sorgen da sehr, sehr intensiv dafür, dass die Leute sich, die ja die meiste Zeit auf der Arbeit sind, sich wohlfühlen. Mhm. Was meinst du, warum ist euer Service so einzigartig? Ja, unser Service ist dahingehend einzigartig, da ich dann damals, wo wir losgelegt haben, also wo die Firma übergeben wurde, habe ich gesagt, was macht man jetzt aus der ganzen Situation? Brandschutz, viele Leute können damit nicht so viel anfangen, das kostet immer nur Geld und so weiter. Und ich habe auch immer mehr festgestellt, der Service-Gedanke fehlt. Und da war dann die Frage, wie können wir den wieder hochleben lassen, haben ein Produkt kreiert, Brandschutz plus Service-Abo, wo der Kunde uns von uns den kompletten Brandschutz bekommt, muss sich keine Sorgen mehr machen. Und wir kümmern uns darum, dass er eben sicher ist, dass er nicht existenzgefährdet ist nachher, wenn Brand ausbricht und so weiter, dass einfach alles da von uns auch beobachtet wird im Endeffekt. Mhm. Der nächste Titel, den du dir wünschst, kommt von Queen mit der Single Don't Stop Me Now und auch dahinter steckt natürlich eine Botschaft. Ja, natürlich. Also ja. Queen generell ist eine Mega-Band. Ist ein Hammer, ja. Und der Songtitel, der ist halt aktuell bei mir, Don't Stop Me Now. Wir wollen wachsen, wir wollen Gas geben, wir wollen die Brandschutzbranche revolutionieren, deutschlandweit oder im deutschsprachigen Raum agieren und zusehen, dass wir halt deutschlandweit die Menschen schützen. Das ist eine schöne Botschaft. Sehr schöne Botschaft. Sascha Aumüller heute hier bei Chef on Air Feuerschutz und Elektrotechnik. Jetzt mit Queen bei Radio Frankfurt und einem absoluten Greatest Hit, die Single Don't Stop Me Now. Radio Frankfurt, Chef on Air. Präsentiert von www.geeignet.jetzt. In kürzester Zeit qualifiziertes Personal finden und binden. Professionelle Rekrutierung seit 40 Jahren. Und da haben wir heute Sascha Aumüller da von Aumüller Feuerschutz und Elektrotechnik. Und man muss wirklich sagen, Sascha, das ist nicht nur irgendein Unternehmen, es ist ein Familienunternehmen. Hm. Und du lebst das auch. Das ist nicht, dass du irgendwann mal gedacht hast, so okay, ja, ist jetzt Familie und da steige ich mit ein, sondern man merkt richtig, wie begeistert du davon bist, wie du das lebst. Und das ist auch im privaten Hobby so, denn du bist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Das ist richtig. Mhm. Wie lange bist du da schon und hast auch vorhin erzählt, da hast du auch relativ aktuell was erlebt, ne? Ja, genau. Mhm. Also bei der Feuerwehr bin ich, es war auch in die Wiege gelegt. Mein Papa ist bei der Feuerwehr. Mhm. Seitdem ich 10 Jahre alt bin, da habe ich mit der Jugendfeuerwehr angefangen. Mittlerweile bin ich bei einem Standort in Oberursel Wehrführer in einem Stadtteil und organisiere dann da auch die Feuerwehr mit. Und ja, wir hatten es eben von, wie sicher sind Häuser, wie sicher ist die Skyline oder sonst was. Mhm. Und
Ja, bei der Feuerwehr erlebt man viel. Und man kann sagen, Deutschland ist da sehr gut aufgestellt. Trotzdem kann man es nicht vermeiden. Und wir hatten es jetzt auch letztens erst, dass wir einen etwas größeren Einsatz hatten. Ein Einfamilienhaus, der Dachstuhl hat gebrannt und ist da halt auch komplett ausgebrannt. Da konnten wir gar nicht mehr viel machen. Aber es kam keiner, wurde keiner verletzt. Das ist das Wichtigste. Das ist immer das Wichtigste. Wie ist das bei der Freiwilligen Feuerwehr? Ich meine, es ist ja auch nicht ganz ungefährlich. Gab es nicht mal irgendwie einen Moment, wo du gedacht oder gesagt hast, Mensch, da habe ich jetzt doch ein bisschen Angst? Gibt es da solche Situationen? Nee, Angst eigentlich nie. Wir sind sehr gut ausgebildet. Auch die Freiwilligen Feuerwehren sind sehr gut ausgebildet. Mhm. Wir üben regelmäßig sämtliche Szenarien. Ja, wir waren schon in manchen Szenen drin, wo man danach dann gedacht hat, hui, das ging ja nochmal gut. Ja. Aber zu keinem Zeitpunkt waren wir irgendwie gefährdet. Und Feuerwehr oder Freiwillige Feuerwehr ist auch, oder überhaupt das Berufsbild Feuerwehr, es gibt ja auch Berufsfeuerwehren, wo am wenigsten passiert, weil wir einfach so gut ausgebildet sind. Sehr gut. Gehen wir nochmal ganz kurz auf die Hochhäuser, auf die Skyline in Frankfurt ein. Sascha, was sagst du, wie gut sind wir hier in der Skyline mit Brandschutz? Sind wir sicher hier in den Hochhäusern? Ja, wir sind definitiv Vorreiter, was die Sicherheit angeht bei den Hochhäusern. Ich kenne viele Leute aus der Feuerwehr Frankfurt, die da auch ein scharfes Auge drauf haben, die Bauämter, die darauf achten. Und die Hochhäuser sind so gebaut, dass sie schon vom Material her am sichersten sind. Und dann die Anlagentechnik, die drin ist, die dafür sorgt, dass ein Entstehungsbrand sich nicht ausbreitet, plus die ganzen Fluchtmöglichkeiten für Personen, da ist man schon sehr sicher. Das beruhigt uns ungemein. Der nächste Song, Chaussee mit Love Tonight, auch da gibt es was natürlich dazu. Ja, letzter Urlaub hoch und runter gelaufen, schön am Strand in Saint-Tropez, da hat man eben immer über die Strände gehört. Radio Frankfurt mit Chef on Air, heute mit Sascha Aumüller, ja, unser Brandschutzprofi, kann man sagen. Sascha, das ist wirklich ganz interessant, sich auch mal über so ein Thema auszutauschen, weil das ist ja jetzt nichts, was man im Alltag die ganze Zeit im Kopf hat. Jetzt ja, als ist richtig. Jemand, der nicht in dieser Branche arbeitet, und ja, das ist echt interessant, muss man sagen. Ja, wir achten auf Sachen, wo ein Normalbürger nicht drauf achtet. Ne? Eben, ne? Da bekommt man nochmal einen ganz anderen Blick. Du bist bei der Freiwilligen Feuerwehr und ehrenamtlich, sagst du, ist wichtig. Warum ist das so? Ja, ohne das Ehrenamt wären so viele Dinge in Deutschland gar nicht möglich. Allein jetzt mal auf die Feuerwehr runtergebrochen. Die meisten Feuerwehren sind freiwillige Feuerwehren. Die machen das alles ehrenamtlich. Die bekommen dafür kein Geld. Eine enorme Belastung teilweise. Teilweise aber auch sehr schöne Dinge. Man macht das ja dann auch aus Herzen. Und das ist dann auch immer sehr wichtig. Aber auch andere Ehrenämter. Wo würden wir sein, wenn es dann nicht das Rote Kreuz und sowas gäbe? Stimmt, ja. Das ist einfach der Wahnsinn. Also da kann man gar nicht genug danken den Leuten. Das ist wirklich so. Es ist auch eine Aufgabe, dafür muss man auch gemacht sein. Ne? Das ist ganz klar. Aber wenn da jeder irgendwo seinen Anteil leistet, dann glaube ich, ist die Welt auch ein Stückchen besser. Ja, ganz genau. So sieht's aus. Ja. Wie sieht es aus mit Digitalisierung und Weiterentwicklung Deutschlands, wieso man aus jeder Krise auch gute Dinge entwickeln kann? Auch da bist du jemand, der da relativ optimistisch ist, ja? Ja, und der es vor allem auch anpackt. Genau. Mir hat mal einer gesagt, den Umsetzern gehört die Welt. Mhm. Wir viele meckern über die Digitalisierung und wir sind ein Land, was hinterher ist. Aber jeder selbst kann es in die Hand nehmen. Wir sind ein sehr digital aufgestelltes Unternehmen, seit der Pandemie sehr intensiv daran gearbeitet. Ich kann von jedem Punkt der Welt aus arbeiten, wenn ich möchte. Toll. Und bin nicht gebunden an den Arbeitsplatz und das sollte jeder machen. Und wir können aus dieser Krise sehr viel Positives auch holen und es gibt auch sehr viele Firmen, die halt entsprechend sich da jetzt aufgestellt haben und daraus was gemacht haben. Und da meine ich jetzt nicht die im Gesundheitswesen oder sowas, sondern auch Firmen wie wir, die dann halt einfach ihre komplette Struktur geändert haben. Wir fahren dann halt nicht mehr zu dem Menschen draußen hin und beraten ihn, sondern das machen wir halt telefonisch oder per Video. Mhm. Und ich finde es einfach klasse, wie viel da jetzt auch in der Zeit entstanden ist. Und auch das Thema Service hat sich dadurch bei euch auch verändert, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind noch stärker in die Service-Richtung gegangen, weil im Projektgeschäft viel Schwierigkeiten sind. Jetzt aktuell sehr hohe Schwierigkeiten bei den Lieferzeiten der Materialien. Das ist jetzt noch so ein Mankum. Da muss man sich einfach ausdenken, muss Strategien ändern. Das haben wir getan. Wir haben unser Service-Abo entwickelt und haben gesagt, dann gehen wir sehr stark da rein. Das ist ein sicheres Standbein für uns.
Radio Frankfurt mit Chef on Air. Heute Sascha Aumüller, der bei uns zu Gast war. Aumüller Feuerschutz und Elektrotechnik GmbH. Ihr seid ein Familienunternehmen und Sascha, es war wirklich sehr, sehr interessant. Ist von deiner Seite aus noch was, wo du sagst, das möchte ich unbedingt hier sagen? Also ihr im Citygate Tower, das ist ja fürchterlich, wie ihr hier ausgerüstet seid, brandschutztechnisch, oder? Nein, ich würde hier gerne öfters herkommen und den Brandschutz betreuen. Da können wir vielleicht was regeln. Ja, schauen wir mal. Ja. Nee. Ansonsten von deiner Seite aus? Vielen Dank, es war sehr schön bei dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte auch ein bisschen was preisgeben, dass die Leute so ein bisschen sensibilisiert sind auch für das Thema Brandschutz. Das geht jeden was an. Mhm. Und wer Fragen hat, darf sich natürlich sehr, sehr gerne bei mir melden. Wie erreicht man euch? Uns erreicht man ganz normal über die Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram, über LinkedIn, über unsere Homepage www.aumüller.com oder einfach anrufen 06171-8360. Mhm. Und hast du noch jemanden, bei dem du sagst, da möchte ich jetzt noch mal Grüße dalassen? Ja, natürlich. Ja. Also natürlich an mein ganzes Team der Aumüller Feuerschutz und Elektrotechnik GmbH, die mich jeden Tag aufs Neue unterstützen, an meine Familie, meine Mama, mein Papa, die das Ganze überhaupt erst ermöglicht haben, dass ich das jetzt erleben darf, an meine Freunde, an meine Feuerwehrfreunde, die mit mir freiwillig dafür sorgen, dass es hier jedem gut geht. Mhm. Und der nächste und letzte Musikwunsch, der ist für deine Tochter, die ist wie alt? 4 Jahre. 4 Jahre, wie heißt sie denn? Tabea. Tabea. Und für Tabea, für deine Tochter, gibt es jetzt Andreas Gabellier mit Hulapalu. Und auch dazu hast du wahrscheinlich eine Geschichte. Ja, ja? Also sie mag Musik, sie tanzt sehr gerne. Und das sind von Andreas Gabellier, das sind genau die Lieder, wo wir dann schön zusammen in der Wohnung abdancen und uns einfach freuen. Okay, wir freuen uns gemeinsam. Heute zu Gast bei Chef on Air Sascha Aumüller von Aumüller Feuerschutz und Elektrotechnik. Jetzt mit Andreas Gabellier, Hulapalu, eine absolute gute Laune Nummer, das muss man so sagen. Auf jeden Fall. Dankeschön, Sascha. Ich verabschiede mich. Schön war's mit dir. Dankeschön.